Date durch Schildanitle für die spirituelle Hierarchie und die Galaktische Föderation. 17. Februar 2015. Schildan. Selamat Yalva. Hier kommen wir wieder. Es geschieht viel überall auf diesem Globus. Unsere irdischen Verbündeten bewegen erste Fonds zu verschiedenen Schlüsselstellen. Ihr könnt erwarten, dass in unmittelbar nächster Zeit die Machtstruktur der finsteren Kabale endlich den Weg für das Neue freimachen wird. Wir haben beobachtet, wie sich dies entfaltet, und gesehen, wie der letzte große Widerstand der Dunkelkräfte rasch von der Bühne verschwindet. Jahrtausendelang war diese Kabale das Vehikel, über das die Anunnaki, die einstigen Oberherrscher, dieses Reich manipuliert haben. Der Himmel hat pflichtgetreu Kräfte ausgesandt mit spezifischen Instruktionen dahingehend, wie sie in göttlicher Weise vorgehen sollen. Entsprechend haben wir gehandelt. Die diversen irdischen Verbündeten haben vor unserem Eintreffen bereits Jahrhunderte damit verbracht, zu planen und sich in aller Stille in höchst vorteilhafte Positionen zu bringen. Und nun, da wir vor Ort sind, stehen dieselben Verbündeten bereit, nach vielen Jahrhunderten des Wartens. Unsere Verbindungsleute haben der Kabale eine Reihe spezieller Ultimaten gestellt. Ihr werdet Zeugen dessen werden, wie diese Szenarien durchgeführt werden und wie die Dunkelseite endlich stürzen wird. Gleichwohl sind diese kommenden Manöver erst der Anfang einer wesentlich umfassenderen Vision für Gaia, und insbesondere für euch. Das Entscheidende ist, euch wieder in euren natürlichen freiheitlichen Zustand zurückzuführen und dafür bereit zu machen, eine höchst wichtige Schulung zu durchlaufen hinsichtlich dessen, wer und was ihr seid. Dieser natürliche Zustand der Freiheit wird begleitet sein von einer Reihe unveräußerlicher Rechte, die allen freien Frauen und Männern vom Schöpfer vor Äonen gegeben worden waren. Und ihr werdet etwas über das Regierungswesen lernen und darüber, wie ihr für den natürlichen Organismus sorgen und ihn schützen könnt, mit dem ihr gütig betraut werdet. Nehmt dies an, zusammen mit dem vom Schöpfer gewährten Wohlstand, und beschützt es sicher vor jeglicher Art von Schaden. Ihr werdet über eure wahre Herkunft unterrichtet werden und über eure Geschichte seit den letzten Tagen vor dem Untergang von Atlantis in Kenntnis gesetzt werden. Nutzt dieses Wissen, um euch für unser Kommen bereit zu machen. Wir werden euch Mentoren zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr auf individuellerer Grundlage erforschen, was mit euch wirklich geschehen ist. Ihr tragt in euch eine Ansammlung aus epigenetischem Material. Sie sind eine Aufzeichnung dessen, wie eure Vorfahren ihr Leben während der gesamten Geschichte gemeistert haben und wie ihr selbst mit Krisen fertig geworden seid, mit denen ihr von Geburt an konfrontiert wart. Lasst uns gemeinsam auf diese und andere Geschehnisse zurückblicken, um euch auf ein großartiges Ereignis vorzubereiten, eure Umwandlung in den Kristalllichtkammern zu einer vollständig bewussten Menschheit. Dieser Moment wird den Beginn eurer Rückkehr in die Existenz als galaktische Menschen markieren. Die Hauptaufgabe unserer Mission ist zurzeit, darauf zu achten, dass eine Anzahl spezieller Trusts in geeigneter Weise freigegeben werden kann, ohne die ständigen Verzögerungsversuche seitens der Kabale. Diese Arbeit kommt gegenwärtig gut voran. Unterdessen wünschen sich die Zentralbanker und deren zahlreiche Geschäftspartner nichts sehnlicher als diese riesigen Summen in Gold und anderen Wertanlagen an sich reißen zu können. So wird hier das Hauptziel sein, dem entgegenzuwirken und ausreichend Druck auszuüben, um diese finsteren Kräfte zu zwingen, ihre Zustimmung zu diesen Transfermaßnahmen zu geben, die es gegen jegliche mögliche Plünderung zu schützen gilt. Sobald dieser wichtige Vorgang startet, ist es notwendig, dass wohlgesonnene Gesetzeshüter eingesetzt werdet, die darüber wachen, dass diese vielen Transfers auch vonstatten gehen können. Die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen dafür werden bisher erfolgreich durchgeführt. Darüber hinaus muss eine Fülle technischer Details berücksichtigt werden. Um all dies kümmert sich die Lichtseite. Somit befinden sich die vielen Transfervorgänge jetzt in den Vorbereitungsstadien zu ihrer Durchführung. Und so werdet ihr in nächster Zeit solche Fonds empfangen. Diese Fonds sind einfach dazu da, Projekte starten zu können und euren Wohlstand und ein neues Regierungswesen in Gang zu bringen. Das Licht braucht seine Zeit und kommt in dem Tempo voran, wie es ihm erlaubt ist. Unsere irdischen Partner sind sich darüber im Klaren, wie tiefgreifend der Ring aus Täuschung und Korruption ist, der da temporär eine ungeheure Habgier befriedigen soll. Jene Gruppe von Ultrareichen an der Spitze eurer Gesellschaft hat immense Macht und nutzt sie, um euch in ihrer Schlinge aus ständig wachsender Schuldensklaverei gefangen zu halten. Dieser Kreislauf existierte seit den frühesten Tagen eurer vielen Gesellschaftsschichten. Und was nun zurzeit vor sich geht,
ist der Anstoß, diesen Unfug zu beenden und diesem Globus wieder zur Vernunft zu verhelfen. Gaia erreicht jetzt den Punkt, an dem sie beabsichtigt, einen riesigen Feuersturm zu entfesseln, um euch zu zwingen, eure Gesellschaft umzuwandeln. Unsere Aufgabe ist es, euch zu befreien und die Art und Weise, wie eure Gesellschaft funktioniert, rasch zu transformieren. Das ist der Grund, weshalb die derzeitigen Aktionen unserer Verbündeten so wichtig sind. Dies wird Erfolg haben und dazu führen, dass unsere Existenz anerkannt wird, und dann können wir gemeinsam wesentlich schneller in Richtung eurer heiligen Ziele vorankommen. In diesem Zusammenhang kann auch die Erdoberfläche Gaias restauriert werden, und ihr könnt in eure Existenz als galaktische Menschenwesen zurückkehren. Seid gesegnet. Wir sind eure aufgestiegenen Meister. Lord Michael hat dem Himmel bestätigt, dass dies jetzt die Zeit ist, in der eine große Lichtenergie die Erde umhüllen und uns wieder in wahre Freude zurückführen wird. Wir haben uns auf diese Zeit ganz besonders vorbereitet, in der Wunder auftauchen und die Finsternis besiegen werden. Vieles davon geschieht bereits in gesegneter Weise, während sich zugleich weitere Geschehnisse abzeichnen, die euch wieder ins Licht zurückführen. Vor 20 Jahren vollzog sich der erste große Schritt dieses sich immer weiter entfaltenden Wunders, als Ankara plötzlich die Tatsache einräumte, dass es jetzt an der Zeit sei, die Finsternis mit dem großartigen Licht des Himmels zu versöhnen. Dies hatte sogar dazu geführt, dass die Anunnaki sich zurückzogen und damit die finstere Kabal in ihre jetzige üble Lage brachten. Die Dunkelseite kann euch nun nicht mehr wie früher manipulieren. Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass unsere Zeremonien immer stärker in der Lage sind, euch zu umgeben und zu schützen. Die Energien des Lichts werden mit jedem weiteren Tag immer stärker. Wir danken und segnen euch für all die Assistenz, die ihr uns tagtäglich anbietet. In der Tat wird das Licht auch in uns allen immer stärker. Wir sind in höchstem Maße dankbar für eure unglaublich scheinenden Zeremonien, die für unsere eigenen Gebete für Gaia und für euch ebenfalls hilfreich sind. Es ist gesagt, dass viel erwartet wird von denen, die beschenkt sind mit den Gebeten und Bestrebungen des Himmels. Eine große Welle des Friedens senkt sich herab auf diese Welt und ermöglicht es der Menschheit, allmählich zu erkennen, wozu sie wahrlich fähig ist. Vor langer Zeit, im antiken Lemuria, kamen wir und füllten dieses Land mit Energien der Freude und des Wohlstands. Diese Gebete und anmutigen Gesänge wurden durch die Machtgier von Atlantis vorübergehend unterbrochen. Seitdem hatte das Bedürfnis nach Kontrollherrschaft das Regiment der Anunnaki und deren globaler Bande von Günstlingen bestimmt. Jahrtausende waren gekennzeichnet von dieser schwerwiegenden Abkehr vom Licht hinein ins Reich der Finsternis. Doch dies wird nun umgekehrt, da das Licht und die anmutigen Gebete und Gesänge wieder zu Gaia und zu deren Bevölkerung zurückkehren. Ein jeder unter uns ist ein großer Übermittler dieses himmlischen Lichts. Während ihr schlaft, füllt euch das Licht mit den Vorboten eurer Reise, zurück zur galaktischen Menschlichkeit. Diese Operation begann im Verborgenen bereits vor Jahrtausenden. Was jetzt jedoch anders ist, ist die Stärke und Intensität dieser gnadenvollen Segnungen. Die Dunkelkräfte spüren dies und beginnen zu erkennen, dass ihr lange währendes Regiment nun schließlich ein Ende hat. Wir sind uns darüber im Klaren und höchst erfreut darüber, wie auch über weitere Dinge, die dieses Land zieren. Unter euren Füßen existiert das großartige Land, das als Agartha bekannt ist. Dies war jahrhundertelang unsere hauptsächliche Heimat. Wir segnen diesen Ort, und wir wissen, dass es bald auch eure Residenz sein wird. In diesem höchst ruhmreichen Land werdet ihr wahrlich zu Hause sein. Seine Kristallstädte leuchten von Licht und Freude. Sobald ihr dort seid, werdet ihr euch dem Gesang dort anschließen und den Engeln bei ihren Segnungen assistieren. Ihr werdet dieses Land in einem gänzlich anderen Licht sehen. Halleluja! 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 Wir haben heute wieder unsere wöchentlichen Botschaften an euch weitergeführt. Wie ihr sehen könnt, vollziehen sich jetzt überall auf der Welt viele Geschehnisse, die den Untergang der finsteren Kabal bedeuten. Was all dies in der Tat zu bedeuten hat, ist, dass eure Segnungen sehr nahe bevorstehen. Wir bitten weiterhin um Geduld und um eine positive Einstellung zu diesen höchst wichtigen Vorgängen. Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat euch gehört. So sei es. Selamat Gayun. Selamat Ya. Sirianisch, seid eins. Freut euch.